verfluchter Mörder! Chissot wird dich richten! Nein! Winnetou hat sein Wort gegeben, dass sie gehen können. Der Bastard hat Nizzas Ini getötet! Und deshalb wird ihn dereinst Manitou strafen. Winnetou ist ein leichtgläubiger Kojote! Stirb! Noch ohne Kostüm und Mikrofon proben die Schauspieler eine Szene aus dem neuen Stück Der Ölprinz. Dabei beobachtet Regisseur Ulrich Wiggers jede kleinste Bewegung und Mimik ganz genau und macht gerne mal vor, wie es noch besser aussehen könnte. Mach wirklich so. Nach dem ersten schleicht sich der Kantor Emeritus und dann, wie soll ich denn? Und dann nochmal. Nee, ich meine, dass ich dich da schleichen sehe, dass du nicht die ganze Zeit stehen bleibst. Zum ersten Mal übernimmt Ulrich Wiggers in Bad Segeberg die Regie bei den Karl-May-Spielen. Sein Anspruch: Die 7500 Fans sollen bei Winnetous neuesten Abenteuer wieder richtig mitfiebern. Es macht unheimlich viel Spaß. Ich habe wirklich ein wahnsinnig tolles Ensemble. Aber es ist wirklich sehr anstrengend, muss man wirklich sagen. Was so alles dazukommt, erst hast du nur die Schauspieler, dann kommen langsam die Tiere dazu, erstmal die Pferde, dann kommen die anderen Tiere, jetzt kommt der Adler, dann kommen Kutschpferde, das ist schon eine Menge. Also für mich, denke im Moment sind es, als würde ich zwei große Sommerproduktionen gleichzeitig machen. Man darf nicht vergessen, hier hat Norbert Schulze Junior wirklich seit knapp 20 Jahren eine Fährte hinterlassen, die man erstmal, oder Fußspuren hinterlassen, Gott habe ihn selig, die man erstmal füllen muss. Und Uli kommt hier hin und macht das so souverän und mit einer Leidenschaft, als wäre er immer schon hier gewesen. Noch ist der Regisseur der Einzige, der von jeder Szene eine exakte Vorstellung hat. Die Bilder, die Ulrich Wiggers im Kopf hat, müssen die anderen jetzt verstehen und verinnerlichen. Was ist denn hier los? Ach, kollektiver Hexenschuss. Ja, da habe ich ein gutes Hausmittel. Die roten Völker verehren Menschen mit verwirrtem Geist. Ja, den kannst du ein bisschen mehr reingehen, das ist wirklich schwer nach dem Ganzen. Die Roten, nur damit klar ist, die roten Völker verehren. Nicht zu klein, glaube ich. Wenn sich das Team zum ersten Mal am Kalkberg trifft, hat Ulrich Wiggers schon ein Jahr Vorarbeit geleistet. In seinem Buch hat er alles minutiös geplant. Als Neuer will er hier nichts auf den Kopf stellen, sagt er, aber er möchte die Geschichte stringenter erzählen. So dass man, was so hier so üblich war, was ich so die letzten Jahre immer gesehen habe, nach jeder Szene hat man so applaudiert und dann dachte man so, und wo geht's jetzt weiter? Und das möchte ich versuchen zu ändern, dass man mehr in so eine Geschichte reingezogen wird. Auch für Gaststar Kati Karrenbauer und Häuptling Alexander Klavs sind die Hilfestellungen und Anmerkungen während der Probenzeit extrem wichtig. Jetzt kreieren sie ihre Rolle. Es ist ja auch erstmal eine zweite Winnetou-Saison. Ich bin noch längst nicht am Ende meiner Kreation. Und dann das irgendwann am Ende des Tages alles so hinzubekommen, dass die Kämpfe, das Reiten und das Stück das Publikum wirklich zwei, drei Stunden lang in eine andere Welt entführt. Und das werden wir schaffen. Go. Yes, that's nice. Immer wieder alles wiederholen, bis das ganze Stück sitzt. Das hat für das gesamte Team bis zur Premiere am 25. Juni jetzt Priorität. Für heute sind die Proben beendet. Hau! Morgen ist die nächste Szene dran. Okay, bis hierher. Supi.